Ja, es ist 11:30 schon. Zeit für den nächsten Vortrag. Wir hören jetzt was über den GeoStyler, einen generischen grafischen Stileditor für Geodaten. Und was das ist und was das Ding kann, das erzählen uns jetzt der Christian und der Jan. Bitte schön. Ja, hallo, vielen Dank. Genau wie schon gesagt, wir stellen heute den GeoStyler vor, einem generischen grafischen Stileditor für Karten und Geodaten. Das Ganze passiert im Web und wie das Ganze hier im Vortrag so aufgebaut wird, sieht folgendermaßen aus. Wir werden uns kurz vorstellen. Danach geht es um die Architektur des GeoStylers. Wir stellen ein paar Features vor und am Ende gibt es natürlich auch ein paar Beispiele und einen aktuellen Stand und wie das Ganze dann eben noch weitergeführt wird. Kurz zu mir, mein Name ist Jan Suleiman. Ich bin Masterstudent der Geoinformatik an der Uni in Münster. Bachelor habe ich schon gemacht, bin Entwickler bei Terrestris, zurzeit als studentische Hilfskraft und eben auch Kernentwickler im GeoStyler-Projekt. Wie schon gesagt, Terrestris ist die Firma, in der ich arbeite. Wir entwickeln Open Source KISS, sind in Bonn stationiert und neben der Entwicklung machen wir auch noch viel Beratung, Planung, Implementierung und Wartung. Mehr Infos dazu aber auch gerne unten am Stand. Ja, auch hallo von meiner Seite. Mein Name ist Christian Meyer. Ich bin von Haus aus Geoinformatiker und arbeite als Softwareentwickler und Architekt. Bin in diversen Open Source GIS-Projekten unterwegs, GeoExt, OpenLayers, GeoStyler beispielsweise. Bin in diversen Verbänden aktiv, im FOSGIS, OSGeo, im VDV. Und wenn ich nicht gerade in Dresden stehe und Vorträge halte am Donnerstagmorgen, dann leite ich mein eigenes Geoinformatikbüro Maximum. Wir sitzen in der Pfalz in der Nähe von Mannheim. Bieten Dienstleistungen rund um Open Source KISS, Geodateninfrastrukturen an, Beratung, Schulung, Softwareentwicklung. So, zurück zum eigentlichen Thema, der GeoStyler. Ganz neues Projekt, was von uns initiiert wurde. Ein paar kurze Hintergrundinformationen, warum es das Projekt überhaupt gibt. Also, das kartografische Stylen von Geodaten im Web ist immer so ein Thema, was periodisch aufploppt und uns also ja, schon länger beschäftigt. Es kommt in verschiedenen Projekten vor, dass der Kunde eben relativ anspruchsvolle Styles für seine Vektordaten beispielsweise haben möchte, also alles, was über einen roten Punkt mit 4 Pixel-Durchmesser hinausgeht, bringt immer so ein bisschen Kopfschmerzen mit, weil bislang gab es keinen generisch wiederverwertbaren Editor im Web zum Stylen von Geodaten. Das haben wir geändert, haben das Projekt GeoStyler in Kooperation mit der Firma Maximum und Terrestris im Sommer letzten Jahres ins Leben gerufen, um genau das zu ändern. Neben SLD, was quasi ja die OGC-Standard-Auszeichnungssprache für kartografische Styles ist, gab es noch jede Menge weitere Style-Formate, die sich parallel dazu entwickelt haben. Um Mapbox zu nennen, was sich irgendwie so als Industrie quasi Standard aktuell durchsetzt, aber auch die Softwarelösungen in QGIS, das QML-Format oder OpenLayers hat seine eigene Auszeichnungssprache, Leaflet hat seine eigene Auszeichnungssprache. Dementsprechend hat man mehrere Formate, zwischen denen man hin und her transformieren muss. Das war alles nicht so ganz einfach. Des Weiteren ist es nie einfach, den Kartograf vom Entwickler zu entkoppeln. Das heißt, in OpenLayers beispielsweise kann ich meine Styles als JavaScript-Funktion abbilden. Das ist total super, gibt mir die komplette Flexibilität. Bedeutet aber auch, dass mein Kartograf letztlich Quellcode schreiben müsste oder mir das erzählen muss, wie der Style aussieht und ich dann quasi den Quellcode ändern muss, wenn aus dem roten Punkt ein grünen Punkt werden soll. Das ist irgendwie uncool. Das müsste man entkoppeln über serialisierbare Formate. Und genau das haben wir im GeoStyler mal angepackt, um das Problem zu lösen, um endlich einen generischen Style-Editor für Geodaten zu haben im Web. Genau. Kurz zu den Eckpunkten vom GeoStyler. Wie schon gesagt, das ist ein fertiger Styler. Man kann ihn benutzen, so wie er quasi geliefert wird in dem Paket. Aber grundsätzlich ist das Ganze angedacht als Styling-Bibliothek. Bedeutet, das ist nicht eine fixe Sache, sondern man kann das Ganze konfigurieren, anpassen, layouten, wie man eben möchte, sodass man das auch nahtlos in bestehende Applikationen und weiteres integrieren kann und sich einfach viele Möglichkeiten eben zusammenstecken kann. Das Ganze ist ein Open-Source-Projekt unter der BSD-License. Ist geschrieben in ES6, also JavaScript, HTML-Skript und eben auch typisiert durch TypeScript, einem JavaScript-Dialekt im Grunde. Wir bauen auf React, eine der modernsten Web-Technologien und auch eine der aktuell meistgenutzten Technologien. Und für die UI-Komponenten, für das Aussehen, für das Feeling des GeoStylers benutzen wir Arndt Design und bedienen uns da an deren Komponenten. Die Features selbst des GeoStylers,
oder die Hauptmerkmale des Geostylers sind folgende. Das Ganze ist komponentenbasiert, bedeutet, wie eben schon gesagt, dass man eben nicht eine fertige Sache bekommt, beziehungsweise nicht nur, besser gesagt, sondern eben auch von ganz kleinen, einfachen Komponenten wie Farbauswahlfeldern, Inputfeldern für beispielsweise Radios oder Breite von Attributen, bis hin zu kompletten fertigen Stilen und Style-Editoren alles eben vorhanden ist. Das Ganze ist eben auch Stilformat unabhängig. Das heißt, der Geostyler funktioniert mit SLD, mit Mapbox, mit QML, mit Open Layer Styles. Da ist eine ganze Menge drin, weil wir das eben so konzipiert haben, dass das Ganze unabhängig sein soll. Das Gleiche gilt eben dann auch fürs Datenformat. Da ist es so, dass wir uns eben auch nicht festlegen wollten auf ein Format. Zurzeit können wir da mit GeoJSON arbeiten und eben auch Schnittstellen bereitstellen für WFS-Services. Zusätzlich ist es auch so, dass wir in diesem ganzen Konzept der Unabhängigkeit auch nicht festgefahren sein wollen auf ein Map-Framework. Das bedeutet, das Ganze funktioniert mit Open Layers. Es würde im Grunde auch mit Leaflet funktionieren, haben wir noch nicht angepackt. Mit Mapbox funktioniert das Ganze auch. Das heißt, ganz egal, welche Kartenapplikation man schon bestehen hat, wir können oder man kann den Geostyler immer überall einbinden und es funktioniert einfach. Und eben wie auch am Anfang schon gesagt, das Ganze ist vollständig anpassbar. Man kann sich die Komponenten zusammenstecken, wie man möchte und eben auch das Layout und alles anpassen, sodass man eben eine nahtlose Integration hat in bestehende Applikationen oder eben in Applikationen, die neu entwickelt werden. Das Ganze ist eben so, dass man dann am Ende nicht sieht, dass das eine zusätzliche Komponente ist, die hinzugefügt wurde, sondern eben eine Einheit bildet mit dem Rest der Applikation. Wie das Ganze auf konzeptioneller Ebene im Grunde erzeugt wurde, wird jetzt der Christian kurz erklären. Genau, vielleicht noch kurz ergänzend zur vorherigen Folie oder zwei Folien zurück. Da stand React und TypeScript, das soll Sie jetzt nicht verunsichern. Das Ganze können Sie auch in Ihrer Geoportal-Lösung ohne React und ohne TypeScript, solange das irgendwie eine JavaScript-Lösung ist, und davon gehe ich aus, dass das überall der Fall sein wird heutzutage im Web, können Sie den Geostyler benutzen. Also wir nutzen intern TypeScript und React für die UI-Komponenten, aber Sie sind nicht gezwungen, das auch zu nutzen. Das heißt, es ist völlig kompatibel, das haben wir auch schon getestet, in anderen bestehenden Frameworks das einzubauen. Hier sehen Sie vereinfacht die Architektur, und du hast es ja gerade erwähnt, die Unabhängigkeit von diversen Formaten war uns sehr wichtig und war eigentlich ein elementares Feature, was wir uns in der Konzeptionsarbeit am Anfang sehr zu Herzen genommen haben. Deswegen haben wir den sogenannten Geostyler Core designed. Das sind im Prinzip die UI-Elemente, wo Sie grafisch Ihre Styles zusammenklicken können. Und die ganzen Formate und Style-Formate und Datenformate sind im Prinzip einzelne separate Softwarepakete, die einfach über einen Registrierungsmechanismus per Plug-and-Play an den Geostyler Core angekoppelt werden können. Konkretes Beispiel, wir haben einen Parser für SLD, den können Sie ankoppeln, wir haben einen Parser für Mapbox. Wenn Sie den ebenfalls quasi an den Geostyler Core ankoppeln, können Sie problemlos zwischen den Formaten hin und her switchen. Der Core ändert sich dadurch nicht. Das ist einfach so ein Plugin-Prinzip, ist das im Wesentlichen. Das heißt, wenn Sie einen weiteren eigenen Styler, ein eigenes Style-Format haben, weil Sie sich vielleicht vor 10 Jahren gegen SLD entschieden haben und haben vier ein eigenes Format sich ausgedacht, warum auch immer, könnten Sie einen eigenen Parser schreiben, der die Schnittstelle vom Geostyler Core implementiert, und könnten das dran docken, könnten dann mühelos zwischen SLD und ihrem eigenen Format hin und her switchen. Dasselbe haben wir für die Datenformate, die im Wesentlichen nur gebraucht werden, wenn Sie attributives Styling machen wollen. Also wenn Sie quasi auf Basis von Ihren Geodaten gewisse Style Rules definieren wollen, können Sie dann exemplarisch Ihre Geodaten in die Oberfläche reinladen. Und auch hier haben wir das quasi separiert vom Core. Das heißt, aktuell haben wir, glaube ich, einen GeoJSON-Parser und einen WFS-GML-Parser. Perspektivisch kommt vielleicht noch ein Geo-Package-Parser dazu, was auch immer. Aber das sieht die Architektur schon vor, das heißt, in der Core-Software wird sich daran nichts mehr ändern und Sie sind jederzeit flexibel und upgradebar. Genau. Wie das Ganze dann aussieht, mal hier ein paar kleine Beispiele zu den UI-Komponenten. Was Sie links sehen, also alles, was Sie hier sehen, sind eigenständige Komponenten, die so auch fertig genutzt werden können, gebrauchsfertig genutzt werden können. Links sieht man zum Beispiel als ein Beispiel für einen Symbolizer, wo man einfach mit verschiedenen well-known names einfache Symbole erzeugen kann und die stylen kann. Sprich, man kann den Radius editieren oder die Farben, Füllfarbe, Linienfarbe und so weiter. Das Ganze sieht man schon, ist so ein bisschen. Also man hat viele kleine Komponenten, die alle eben auch in dieser Bibliothek bereitgestellt werden. Das sieht man oben in der Mitte mit dem Symbol Triangle, dass eben diese kleinen, einfachen Komponenten eben auch schon verwendbar sind, und dadurch kann man das Ganze dann eben sehr stark anpassen und sich selbst zusammenstecken.
Was wir auch bieten, sind beispielsweise ein Filtereditor, wo man halt auch sehr komplexe Filter eben zusammen klicken kann, ohne dass man jetzt SQL oder Ähnliches schreiben muss, sondern das einfach über die grafische Oberfläche sich zusammenklicken kann, was für viele wahrscheinlich eine Vereinfachung ist. Wenn man allerdings doch lieber textbasiert arbeitet, bieten wir auch einen Code-Editor, wo man das Ganze dann eben händisch editieren kann. Und das Ganze funktioniert ja auch so zusammen, dass man das gleichzeitig verwenden kann. Das bedeutet, ich kann auf der einen Seite im Code-Editor irgendwas schreiben und das wird gleichzeitig in der grafischen Oberfläche auch abgebildet. Das heißt, je nachdem, zu welchem Zeitpunkt mir was gerade lieber ist, kann ich beides verwenden. Ich kann zum Beispiel an der Stelle einen Style nehmen, einen SLD nehmen, was schon existiert, und einfach per Copy-Paste in den Editor einfügen und dann aber eben an der Oberfläche weiterarbeiten und dann eben noch Verfeinerung oder Ähnliches da machen. Das Ganze, wie schon genannt, das Hauptding ist eigentlich unser GeoStyler Core, der die UI-Komponenten beinhaltet. Und als Stil wird da ein JSON-Objekt erzeugt. Das Ganze sind regelbasierte Stile, wie man das auch aus SLD kennt. Und grundsätzlich dieser Stil, den wir intern verwenden, ist stark inspiriert durch SLD und eben auch Mapbox, sodass wir versuchen, die Vorzüge von beiden einfach ein bisschen zu kombinieren. Das Ganze ist typisiert durch TypeScript, das heißt, es ist klar definiert, welches Format und welches Attribut an welche Stelle gesetzt werden darf und ist eben die Lingua Franca des GeoStylers, sprich, das ist unsere interne Repräsentation des Stils, muss allerdings nicht neu gelernt werden, muss nicht genutzt werden, da das Ganze eben kompatibel ist mit den anderen Stilen wie SLD und QML und so weiter. Die Features des GeoStylers sind, dass man eben regelbasierte Stile erzeugen kann. Das geht runter bis auf einzelne Symbolizer, die man auch tatsächlich zusammenstecken kann. Wir bieten sehr einfache bis zu sehr komplexen Komponenten an, sowohl grafisch als auch konzeptionell. Wir haben Vorschauen der verschiedenen Stile, bedeutet, wenn man was editiert, sieht man auch live als Beispiel, wie das Ganze dann aussehen würde. Als besonderen Bonus bieten wir auch Klassifikationen an, sodass man sich, wie man das sonst in größeren Editoren wie bei QGIS kennt, tatsächlich auch Regeln erzeugen kann durch verschiedene Klassifikationen und das Ganze automatisiert erzeugen kann, relativ simpel. Zusätzlich können wir Maßstabsbereiche festlegen und eben auch komplexe Filter erzeugen. Und als noch einen kleinen Bonus zeigen wir auch an, auf wie viele Features im aktuellen Datensatz die Regeln gerade greifen, die erzeugt wurden. Das heißt, man hat am Ende eine Übersicht, greift diese Regel, die ich gerade erzeugt habe, wirklich und überlappt die eventuell mit einer anderen Regel, kommt man da zur Kollision, sodass man da auch relativ sicher einen eigenen Stil dann erzeugen kann. Des Weiteren ist es eben so, dass der GeoStyler so konzipiert wurde, dass er auch relativ simpel in bestehende WebGIS-Projekte integriert werden kann. Dazu kommt auch, dass man nicht zwangsweise eben die UI verwenden muss, sondern eben auch nur die Parser an sich. Wie gesagt, diese Architektur wurde so konzipiert, dass man das Ganze eben auch einzeln verwenden kann. Bedeutet, man kann eben auch beispielsweise von einem SLD-Stil, den man vorhanden hat, mit den Parsern in einen anderen Stil rüber konvertieren. Und das kann man eben auch in verschiedenen Anwendungen verwenden, sodass man beispielsweise, wenn man ein SLD hat, aber eine Open-Layers-Anwendung, dass man eben den Stil konvertiert und dann ziemlich simpel damit weiterarbeiten kann. Zusätzlich bieten wir auch noch verschiedene Layouts der grafischen Komponenten an. Das bedeutet, dass man die gleiche Sache, also wir bieten einfach verschiedene Aussehen, verschiedene Layouts für gleiche Funktionalität an. Das Ganze kann man dann eben auch noch selbstständig ändern oder verfeinern. Und grundsätzlich auch Internationalisierung. Zurzeit unterstützen wir Deutsch, Englisch und Spanisch, kann man aber eben auch entsprechend simpel erweitern. Ja, und auch da würden wir uns sehr freuen, wenn noch weitere Sprachen hinzukommen würden. Das auf jeden Fall. Hier nur kurze Informationen, wie man das Ganze installieren kann, werde ich nicht weiter darauf eingehen. Das Wichtige hier ist, dass wir das Ganze bei NPM veröffentlicht haben. So sah zum Beispiel ein Beispiel aus, wenn man das dann wirklich coden möchte. Ganz simpel gehalten, das ist der Default Line Editor, den man eben im Grunde mit 4 Zeilen Code schreiben kann und dann das Ergebnis auf der rechten Seite eben so hat, wie es hier zu sehen ist. Man kann natürlich sich auch sagen, okay, das ist ein bisschen viel Funktionalität und viele Einstellungsmöglichkeiten, so viel möchte ich in meiner Applikation gar nicht bieten. Dann kann man sich das eben auch selbst zusammenstecken, eben weil wir diese kleinen Komponenten, die man jetzt rechts in diesem Editor sieht, auch anbieten in unserer Bibliothek. Das sähe dann zum Beispiel so aus, ist nur ein kleiner Anriss des Codes, dass man eben dieses Color Field und das Width Field zusammensteckt und seine eigene Komponente Custom Line Editor erzeugt und die dann eben genauso verwenden kann, um dann das unten stehende Resultat zu sehen, dass man eben einen vereinfachten Editor hat, eben mit nur den Funktionalitäten, die man tatsächlich auch anbieten möchte. Hier ein weiteres Beispiel, das ist aus unserer Demo-Applikation.
Im Grunde sieht das so aus, wenn man alle Default-Werte lässt und einfach nur die übergeordnete Komponente verwendet, hier als Beispiel für Klassifikation, dass man eben eine grafische Oberfläche hat, wo man sich Klassifikationen zusammenstecken kann und oder zusammenklicken kann und dann relativ simpel, ohne irgendwelchen Code schreiben zu müssen oder sonst irgendwas, im Web eben auch Klassifikationen und neue Regeln erzeugen kann. So wie das dann im Hintergrund aussieht, dass man dann in dem Fall nach Namen sortiert, für jedes Bundesland dann eine eigene Regel hätte. Genau, eine weitere Idee, die wir hatten und die wir so initial umgesetzt haben, ist eine Browser-Extension für den GeoStyler, damit man eben über die eigenen Applikationen hinaus die Vorzüge des GeoStylers nutzen kann. Beispielsweise, wenn man im GeoServer ist, das wurde eben ja auch schon im Vortrag genannt, dass es ein Problem ist, dass man bei GeoServer selbst eben nur das SLD von Hand schreiben kann. Und hier würde diese Browser-Extension einfach einen Vorzug bieten, dass man den unabhängig von der Webseite, auf der man gerade ist, einfach oben in der Toolbar das GeoStyler-Icon anklickt, sich einen Stil zusammenklickt und in dem Fall dann den Stil in die Zwischenablage kopiert und dann einfach unten einfügen kann im GeoServer oder dann eben in jeder beliebigen anderen Applikation. So sähe das Ganze aus, wenn man das tatsächlich mal in einem Kundenprojekt integriert. Also das ist ein bestehendes Projekt. Und da sieht man dann, dass wir auch eben diese verschiedenen Komponenten nochmal vereinfacht haben. Hier geht es nur darum, dass man Polygone, also Flächen stylen kann, auch nur mit diesen vier Attributen, die man sieht. Dazu eben einen Maßstabsbereich festlegen kann und weitere Filter definieren kann. Und oben links sieht man dann auch mal so als Beispiel diese Preview, die Vorschau, wie der ganze Stil dann eben aussehen würde. Und eben, dass das Ganze nahtlos in das Design der bestehenden Applikation überführbar ist. Genau, das folgende Beispiel, fragen Sie sich wahrscheinlich, wo hier der GeoStyler zum Einsatz kommt, weil von der grafischen, also von der Oberfläche sehen Sie nämlich nichts, das ist auch gewollt so. Das ist tatsächlich ein Beispiel, wo man ohne die grafischen Elemente von GeoStyler sich die Architektur zunutze machen kann, eben nämlich die separierten Parser einfach in seiner Geoportal- oder Webmapping-Applikation zum Einsatz bringen kann. Das ist hier ein konkretes Beispiel, einfaches WebGIS, nicht mit React gemacht, ist einfach nur Open Layers und ja, auf JavaScript-Basis. Und der Kunde kam und sagt, ah, wir haben hier 10.000 SLDs von vor 10 Jahren und wir wollen es nicht umschreiben nach Mapbox oder sonst irgendwas. Kannst du das machen, dass wir die einfach nutzen können? Open Layers hat ja keinen direkten SLD-Parser mehr. Ja, und dann habe ich einfach die GeoStyler-Parser-Projekte genommen. Lest das SLD und schreibe es nach Open Layers wieder raus. Also den Open Layers Parser haben wir auch im GeoStyler. Das Ganze waren dann 6 Zeilen JavaScript und ich hatte das Teil fertig und kann jegliches SLD vom Kunden einlesen und direkt auf der Karte anzeigen. Nur für die Nerds ein bisschen, das ist der Code. Nee, was ich hier zeigen will, das ist halt kein Hexenwerk. Das ist wirklich ein paar Zeilen JavaScript und man hat dieses komplexe Problem, was ich am Anfang beschrieben habe, relativ smart und simpel gelöst. Genau, aktuell ein paar Informationen zum Stand des GeoStylers. Stand 1.3.2019, wir sind bei Version 3.1.1, hatten bisher 43 Releases. Die Releases folgen relativ schnell aufeinander, da wir gerade noch sehr schnell sehr viele Features hinzufügen, weil das zurzeit eben noch möglich ist, haben in unserem Main Repository, sprich dem GeoStyler Core, mehr als 1.600 Commits im letzten knappen Jahr quasi gemacht. Und haben zurzeit 10 Contributors in diesem Projekt, davon auch teilweise schon externe, die nicht zu unseren Firmen gehören und würden uns da auf jeden Fall auch freuen, wenn da noch ein paar dazukommen, weil das Ganze eben ein Open-Source-Projekt ist und wir das Ganze fördern wollen, dass man da gemeinschaftlich Lösungen findet und sind in jeder Form da auf jeden Fall dankbar für Hinweise, seien es Issues, seien es Vorschläge, wie man das Ganze erweitern könnte oder eben direkt Codebeiträge. Über alles sind wir da sehr dankbar. Oder ne, testen Sie es, machen Sie Bug-Reports, schreiben Sie Dokumentation, verbessern Sie die Dokumentation. Wirklich jede Art von Contribution ist willkommen und wir würden uns sehr freuen, wenn das mehr weiter verstreut wäre und es nicht so sehr an unseren Firmen hängt, das Projekt. Noch ein kurzer Ausblick, was wird noch passieren in der Zukunft? Wir machen da stetig dran weiter, vor allem der Jan programmiert da ganz fleißig. Wir wollen noch weitere UI-Komponenten, um Ihnen die Arbeit mit dem grafischen Editor noch zu erleichtern, wollen wir noch implementieren. Natürlich weitere Stilparser, damit das Ganze noch ein bisschen mehr sexy wird, sage ich mal. Damit wir weitere Stilformate unterstützen, zwischen denen wir einfach seamless, also ohne Reibungsverluste hin und her transformieren können.
Font-Icons, einfach um ein bisschen mehr, ja auch bei den Labels, ein bisschen mehr Komfort für sie zu bieten. Rasterdaten ist noch ein großes Thema. Aktuell, das müssen wir zugeben, unterstützen wir nur Vektordaten. Auch das ist schon, das funktioniert schon super. Für Rasterdaten ist das nochmal eine andere Geschichte. Das wollen wir perspektivisch auch dieses Jahr angehen. Ich hoffe, das klappt. Auch hier würden wir uns über Unterstützung freuen von Leuten, die vielleicht regelmäßig mit Rasterdaten arbeiten. Und das GeoServer-Plugin, du hast es gerade schon so angerissen, als Browser-Extension, vielleicht wollen wir das tatsächlich als GeoServer-Plugin verpacken, damit man mit dem GeoServer, mit GeoStyler zusammen relativ komfortabel seine WMS und WMS-Dienste kartografisch stylen kann. Ich gehe davon aus, Sie haben jede Menge Fragen, die wir Ihnen jetzt gerne beantworten würden. Okay, dann vielen Dank. Fragen? Wir wiederholen die Frage auch gerne, Sie können einfach rufen. Map-Server zu GeoServer, geht das? Also die Frage war, ob eine Transformation Map-Server zu GeoServer möglich sei. Muss ich eine Gegenfrage stellen, was genau meinen Sie denn? Also Sie können ja SLD benutzen für, na, Mikro wäre gut. Ich sag's mal so, Sie können ja bei beiden SLD benutzen. Ah, es geht dann um die Styles im Map-File. Das könnten wir theoretisch machen, ja. Wir müssten nur einen Parser, um die Styles aus Ihrem Map-File zu parsen, in unsere Core-Architektur zu überführen und dann können wir das nach SLD transformieren und können es im GeoServer per Copy-Paste einfügen. Gibt es noch nicht sozusagen. Das gibt es noch nicht, genau. Das wäre aber durch diese Architektur mit diesem Plugin-Prinzip relativ einfach möglich. Wenn Sie sagen würden, hier, ich entwickle das oder ich beauftrage jemanden, der das entwickelt, würden wir einen Map-Server-Style-Parser entwickeln und dann würde das out of the box funktionieren. Wenn ich richtig verstanden habe, im Zentrum steht GeoStyler Core und zwischen GeoStyler Core und anderen Formaten wird hin und her transformiert. Dann die Frage, GeoStyler Core, ist das ein kleinstes gemeinsames Vielfaches oder ist das ein größter gemeinsamer Nenner? Das heißt, kann das alles, was alle anderen können, also ist das ein Intersection von allen Features, von allen Formaten oder ist das ein Union? Es ist angedacht, dass es möglichst viel der anderen Formate abbilden kann, was aktuell einfach noch nicht der Stand ist. Da ist noch Entwicklungsbedarf. Zurzeit würde ich behaupten, dass der SLD-Parser am weitesten ist und einen Großteil von SLD abbildet. Grundsätzlich versuchen wir, die verschiedenen Funktionalitäten mit einzubinden, aber da man auch immer gucken muss, wie man das Ganze dann in den entsprechenden anderen Stil überführen kann, gibt es da auf jeden Fall Ausnahmen und da wird nicht alles hundertprozentig überführbar sein. Danke. Weitere Fragen? Weitere Fragen? Das mache ich. Ja, ich habe eine Frage. Also, wenn ich das richtig verstanden hatte, könnte man sich jetzt schon eine Webseite zusammenbasteln, wo ich praktisch ein SLD reinpasten kann und auf der anderen Seite kriege ich dann das andere Format. Aus. Genau. Also die Webseite gibt es auch schon. Wir haben eine Demo-Applikation gebaut. Ich weiß nicht, magst du vielleicht kurz öffnen? On the fly kann ich kurz erzählen. Wir haben quasi, um die Key-Features vom GeoStyler zu zeigen, was diese Bibliothek kann, weil Bibliothek ist relativ abstrakt, das können Sie dann auch ausprobieren, haben wir einfach eine Demo-Applikation, die so ziemlich alles kann, was die Bibliothek hergeht, mal zusammengesteckt, das, was Sie erwähnt haben. Die ist online, der Link ist in den Slides, ist da drin. Und dann können Sie einfach tatsächlich, habe ich auch schon öfter gemacht, weil das ist auch so ein bisschen zur Selbstentlastung, das Projekt, wenn man selbst mit den SLDs arbeiten muss. Haben zum Beispiel in QGIS angefangen, klicken sich irgendwas zusammen, können das kopieren, hier in den Texteditor reinmachen, können dann über die grafische Oberfläche aus den grünen Punkten rote Dreiecke machen, können das wieder speichern und in den GeoServer kopieren oder wo auch immer Sie es dann brauchen. Also es wird hier jetzt gerade live auch vorgeführt vom Jan. Genau, also was man eben gesehen hat, wir haben so ein paar vordefinierte Beispiele, die ich jetzt hier über den WFS-Parser angesprochen habe, habe eine einfache Klassifikation gemacht über den Namen, also
die Attribute werden eingelesen und entsprechend kann man dann verschiedene Klassifikationen erzeugen. Und was man hier rechts sieht, ist eben dieser Code-Editor, der jetzt gerade auf SLD gestellt ist. Und was wir eben noch anbieten, ist zum Beispiel unser interner Stil, den man dann hier auch sieht. Das Ganze wird immer 1:1 überführt. Und wenn wir zum Beispiel auf bei Hamburg die Farbe ändern wollen, dann können wir das relativ simpel machen, indem wir einfach hier was umschreiben. Und man sieht, links verändert sich was. Vielleicht sollte ich auch noch richtig. Und das Ganze wird beispielsweise schwarz. Also man sieht, das geht Hand in Hand. Das wird alles sehr schnell abgedatet und funktioniert halt sehr gut einfach zusammen. Ja, vielen Dank. Wir haben unser Zeitlimit erreicht. Ihr steht ja auch durchaus noch zur Verfügung für weitere Fragen. Ihr seid ja noch ein bisschen auf der Konferenz. Genau. Im Zweifelsfall unten am Terrestrestand oder nachher in der Pause, wenn die Herren gegessen und getrunken haben. Und so. Genau. Alternativ sehr gerne auch über GitHub oder einfach ganz normal die Kontaktwege, E-Mail, Twitter, alles vorhanden. Könnt ihr uns einfach kontaktieren. Moderne Medien, Wahnsinn. Danke. Genau.